Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoots. Ja, ihr seht da oben, der Edelstein. Ich war jetzt sowas von verwundert. Und zwar, weil das Verfolgungsjagd-Level so schwierig war und ich es nie hingekriegt habe, die Kisten zu holen, habe ich jetzt erstmal weiter noch probiert mit den Zeit, also das erstmal als Zeit-Challenge zu machen. Ich hatte einmal den Platin, nicht Platin, hier das Saphir-Relikt geholt, wie ihr da auch seht. Also noch bei der letzten Aufnahme hatte ich dann halt das mehrmals versucht, um das halt zu üben, das Level, und ich habe es auch dann nicht hingekriegt. Ich habe dann auch irgendwann aufgehört zu reden und da dachte ich auch, ey, komm, wir haben jetzt nichts geschafft. Deswegen habe ich die letzte Aufnahme nicht hochgeladen. Habe ich vielleicht noch eine Stunde aufgenommen oder so. Ich habe dann auch irgendwann aufgehört zu reden, weil, ja, was will ich denn da? Ich habe dann irgendwann das Headset hochgeklappt und dann einfach weitergespielt. Und jetzt habe ich ungefähr vor einer Viertelstunde angefangen. Ich dachte, ja, bevor du jetzt mit der regulären Aufnahme anfängst, tust du erstmal den Level nochmal ein bisschen üben, weil ich dachte, ja, wirst du das jetzt so nicht gleich schaffen. Und ja, jetzt nach ein paar Versuchen bin ich durchgekommen. In der Zeit-Challenge allerdings. Ich war jetzt so verwundert und wir haben am Ende den Edelstein bekommen. Ich dachte, die bekommen gar nicht im Zeitmodus, deswegen. Ich habe das natürlich trotzdem mitgeschnitten. Also, den Versuch, den werde ich jetzt hier reinschneiden. Also, wo wir jetzt den einen Edelstein holen. Da ist allerdings unkommentiert. Ja, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt irgendwie, dass ich das jetzt in irgendeiner Form schaffe oder dass es überhaupt möglich ist, die Zeit, in der Zeit-Challenge, den Stein zu holen. Ja. Okay, das beginnt jetzt. Ja, nachdem ihr das jetzt gesehen habt, würde ich sagen, wir machen nochmal weiter, diesmal wieder mit bla bla. Wer weiß, vielleicht tue ich es auch nachkommentieren. Aber ich werde wahrscheinlich bloß den einen Versuch reinschneiden. Ja, wenn, da habt ihr es jetzt gerade erst gesehen. So, da schauen wir mal, was uns hier erwartet. Also wie gesagt, ich habe nicht gedacht, dass wir das im Zeitmodus auch den Edelstein bekommen können. Ist natürlich sehr praktisch dann auch, da können wir dann auch bei den späteren Todesplattform oder Nicht-Sterben-Plattform vor allem mal ein bisschen üben. Nur noch das und dann haben wir den unteren. Oh, das geht ja schon los. Ach so, wir können sprinten. Und was mache ich jetzt hier?
Ja, ich habe irgendwie rausgefunden, dass wir doch sprinten können. Ja, man sollte natürlich auch... Ja, ich werde es erstmal in der Zeit wieder versuchen. Weil wir müssen uns hier sowieso beeilen. Und wenn wir halt hier noch so ein Zeitrelikt bekommen, warum nicht? Das Level war, glaube ich, auch nicht ganz so schwer. Also... Ich glaube... Nein! Ah, ja, weil ich schon hängen geblieben war. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das vielleicht ein Bug war oder ob das wirklich so gewollt ist, dass man das auch im Zeitmodus holen können. Also verlieren wir wenigstens kein Leben. Und warum springe ich jetzt schon? Das kann mir wahrscheinlich keiner erklären. So. Ja, wenn wir den unteren Bereich geschafft haben, würde ich sagen, dass wir erstmal dann alle Level machen, die halt so eine... So, ich bin auch schon wieder hängen. Was wollte ich jetzt sagen? Dass wir dann erstmal alle Level machen, die einen farbigen Edelstein haben. Weil ich denke mal, dass wir wahrscheinlich im weiteren Verlauf des Spiels die benötigen werden in manchen Leveln, um halt... Ah, scheiße, wir können ja keine... Ja, nee, wir müssen das ohne Zeit machen. Weil wir können ja die Bonuslevel nicht betreten. Ja, ich schätze mal, dass wir für manche Edelsteine... ich bin gerade voll im Spiel drin. Sorry. Ja, warten wir mal. Ja, für manche Edelsteine werden wir die farbigen Edelsteine brauchen, um halt andere Bereiche des Levels auch betreten zu können. Ist jetzt so eine Vermutung. Und bevor wir dann so ein Level umsonst machen, holen wir uns die natürlich erstmal. Ich habe schon wieder die Zeit eingesammelt. Warum mache ich denn sowas? Och. Warum tue ich euch so etwas an? So, diesmal sammeln wir die Zeit nicht ein. Zack. Die ganze Zeit klappt das und jetzt verlieren wir wieder Leben. Ah, ich muss sagen, das macht echt richtig Bock, das Spiel. Hier ist natürlich auch das Riskante. Wegen einer TNT-Kiste oder so, also man weiß ja nicht, ob da vielleicht ein ist. Checkpoints. Okay, hier warten wir mal. Das hier müssen wir uns echt beeilen. Ich befürchte fast, dass es ja auch irgendwo Abzweigungen geben wird. Also hier, ich weiß ja nicht, ob dann vielleicht so eine Nicht-Sterben-Plattform oder sowas ist. Oder irgendwas muss es ja hier, glaube ich, geben, wo wir zuvor nicht hinkamen, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Okay, ich habe eine Nachricht bekommen, das gehört nicht mit zum Let's Play. Okay, hier müssen wir leider warten. Uns fehlen zwei Kisten.
Das ist natürlich mies jetzt. Weil wir sehen ja nichts. Ja. Wo habe ich denn da zwei Kisten übersehen? Aber da ist noch so ein Leuchtteil. Jo, vielleicht. Nein, ne? Ah, wir sollten nicht so lange. Ach, das waren die beiden Nitro-Kisten. Wir hatten doch alle gehabt. Na toll, wenn jetzt hier so eine Nicht-Sterben-Plattform ist, da können wir es wieder vergessen, oder? Ach nein, ich glaube, die Bonuslevel, die zählen da gar nicht mit rein. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob hier so eine Plattform ist. So, ich will mal ganz kurz einen ganz kurzen Blick aufs Handy huschen. Ah, okay. Antworte ich später. Ich habe jetzt nicht auf die Anzahl der Kisten geachtet. Ich hoffe, ich habe keine übersehen, aber nein, eigentlich nicht. So, ah, ein bisschen mal. Da war ja TNT. Okay, das ist ein bisschen mies, weil wir uns da eigentlich beeilen müssen. Das ist wirklich mies. Aber ich kann so ein bisschen. Ein bisschen konnte ich das jetzt erkennen. Das ist ganz gut. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ui. Nein, das Leben weggeschleudert. Okay, das ist eigentlich gut zum Leben farmen, das Level. So, haben wir ihn? Ja! Oh, das läuft doch ganz gut, die Aufnahme heute. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Da haben wir den unteren Bonusbereich jetzt auch abgehakt. Wir schauen uns jetzt erstmal so um, welche Level, wo wir so farbige Edelsteine bekommen. Dann machen wir die dann, wie gesagt, als erstes. So. Oh, das ist schön, hier haben wir wirklich alles. Also, ich glaube, das ist bisher der einzige farbene Edelstein. So hoch. So. Na, ich habe ihn gerade schon gesehen, den blauen. Okay. Achso, das ist wahrscheinlich das gleiche Level, oder? So. Und das ist jetzt der blaue. Ich sage, holen wir den jetzt und versuchen natürlich auch gleich alle Kisten zu bekommen. Ich glaube, hier sind wir ein bisschen falsch. Okay, gehen wir mal raus. Also ich hoffe es. Ich glaube nicht, dass wir bei einem Bossgegner Edelsteine bekommen. Ja, die Säule, die. Ich dachte, die gilt hier für den Boss. Aber nein, das ist das hier. Ja, weil auch der Strudel so blau war, deswegen hat mich das so etwas verwirrt. So. So was. Oh, Dschungellevel, das gefällt mir. Ich vermute mal, dass es hier so eine Nicht-Sterben-Plattform gibt. Weil ich glaube, die... Also zumindest war in einem Level so ein Farb- oder so ein Spezial-Edelstein bei so einer Nicht-Sterben-Plattform. Wir werden sehen. So, nehmen natürlich alle Bumbas mit. Wir brauchen ja Leben. Ach, das war die Geschichte, stimmt, wo ich dann so dachte, ach, da kommen wir noch nicht hin, aber da müssen wir mit so einem Rutschsprung dann hoch. Und weil ich dachte, ja, wir können ja noch nicht so hoch springen.
Aber das mit der Sprinten-Taste, ich weiß nicht, ob wir das freigespielt haben oder ob das schon von Anfang an da war, weil wir können, ich kann es jetzt nicht demonstrieren, aber wir können ja hier halt auch sprinten. Okay, die sind ein bisschen mies. Checkpoints. So. Ja, ich war gerade gar nicht drauf gefasst. Ich wusste nicht, wie ich jetzt am besten reagieren soll. Was soll ich denn da bitte? Entweder wegdrehen oder wegspringen. Draufspringen. Genau, und hier kam mir glaube ich nicht hoch, wo ich dann sagte, ach ja, da brauchen wir erstmal so einen Rutschsprunggedöns. Ich hoffe, dass jetzt bei den Nitro-Kisten nicht irgendwas war. Hui. Ist hier oben noch was? Eigentlich habe ich Rutschen gedrückt. Okay, so weit waren wir noch nicht. Ist das ein Boss-Gegner oder sowas in der Art? Ich hätte eigentlich mal Speichern mal eingeführt. Ah, ich war wieder nicht drauf vorbereitet. Ich hätte eigentlich mal speichern können. Also, dass man im Zweifelsfall einfach nochmal neu laden könnte. Na komm, nimm die auch mal mit. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich glaube, jetzt haben wir uns das vertraut hier mit hochkommen, oder? Ja, komm, das schaffen wir doch noch. Ja, komm, ich weiß, du kannst es. Also ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Boah, frech. Ja. Doppelsprung können wir ja nicht machen, oder? Muss doch irgendwie da hochkommen können. Jetzt warte auf der richtigen Höhe. Ja, komm, weg. Ich weiß, du kannst es. Warte mal. Puh. Nein. Ah. Mal kommen wir von hier hoch. Ah, das sieht aber auch so knapp aus. Ah, Quatsch. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nein, ne? Boah. Gibt's da irgendeinen Trick? Ich muss doch irgendwie da hochkommen können. Boah, halt dich doch einfach fest. Gibt's da vielleicht irgendeinen Trick oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich sehe, es kommt ja. Fallen auch wieder runter. Könnt ihr aber jetzt auch nicht irgendwie als Trampolin missbrauchen.
Boah. Thank you.